Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Project, nee, Infection Free Zone, sowas. Ja, wir haben es jetzt gleich 5 Uhr in der Früh. Wir werden jetzt hier mal in die Forschung gehen, denn wir können mal anfangen, vielleicht sogar die Pistolenproduktion zu lernen, um uns selber Waffen zu produzieren, was natürlich ein Hammer wäre, wenn wir davon ausgehen, dass wir wirklich Ready for action. Let's do it. mehr Survivor bei uns haben wollen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir eventuell ins Auge fassen sollten. Wir schicken die mal We're on nach the da move. hinten. Operator, we're on the move. Don't be slackers. Let's Quit do helping it. for your job. On my way. Automatisches Speichern, okay. Hier sind noch ein paar Waffen. Die sollen sie schnell einpacken, wenn es geht. Going there. We're on the move. We're on the move. Dann sollen sie schnell alles einsammeln, was geht. Und dann wieder zurückkommen. Das Auto ist gut bestückt jetzt Let's schon. do it. Die Kollegen sind da hinten beim Forschungsgebiet. Das ist noch eins. Dann schauen wir, dass wir mit der Forschung ein bisschen vorankommen. Hier ist sogar Medical. Da sollten wir dann auch mal hingehen. Und hier hinten sind ja eh so allgemein ganz große Gebiete auch noch. Hier ist Treibstoff. Ich glaube, ich war einfach ziemlich langsam, vor allem mit der Oberfläche. Ich glaube, ich hätte das um einiges besser machen können. Wir brauchen halt noch viel mehr Dorfbewohner, um das Ganze voranzukriegen. Aber ich glaube, dann sind wir auf einem richtig geilen Weg in dem Fall. So, wie schaut es hier aus? 127 haben wir schon. Kann mir irgendjemand das hier reparieren? Die Backsteinwand hat irgendwo mal Damage genommen. Wie viele Backsteine haben wir denn noch? Wie viele haben wir wo? Gar keine mehr noch. Doch. Drei. Wie viel habe ich jetzt hier drauf angesetzt? 16. Wir reduzieren mal auf 8 runter oder so. Und der Rest soll mir eine Holzpalisade. Hier die Straße lang ziehen. Neue Mission jetzt. Gut, wie läuft's bei euch? Ihr seid ohne Auto jetzt darüber gelaufen? Ernsthaft? Ich habe euch mit dem Auto beauftragt, nicht nur so. Nee. Die scheinen auch noch nichts gefunden zu haben. Oder haben wir schon alles im Waiting orders. Inventory? Alles haben wir schon alles im Inventory. Okay. Wie schaut's bei dir Waiting aus? orders. Ja, es wird schon. Weil danach können wir in Sturm- und Scharfschützengewehre gehen. Und mit Scharfschützengewehre könnten wir, glaube ich, gut Feinde in der Ferne ausschalten. We finished construction. Ah, die Mauer wurde festgestellt. Super. Nächstes Ziel wäre die Hausreihen abreißen. Sind die mit dem Auto losgefahren? Dann untersuchen wir das Haus und dann das Haus, bitte. Wir haben noch ein bisschen. Das könnte vorteilhaft für uns werden. Wenn die Palisade steht, dann können wir halt uns hier drin vielleicht anfangen auszubreiten. Und ich glaube, darauf will ich vor allem mal hinaus. Operator. Oh, noch ein bisschen Essen, okay. Mit der Forschung, die wir jetzt finden, können wir dann hoffentlich unser Gebiet anfangen zu erweitern. Da ist auch nochmal relativ viel. Aber das gibt es ja hier relativ überall Sachen. Was ist hier ein Baumarkt zum Beispiel? Hoffentlich Geschäfte. Hier gibt's halt echt viel. Es macht mir bloß wieder die ganze Zeit schon Bock auf Project Zomboid. Hier die Polizeistation müssen wir uns suchen. Hier ist eine Schrotflinte noch drin, die wir nicht gesammelt haben. Es ist einfach heavy. Und hier unten geht's natürlich vollkommen ab. Hier sind teilweise Läden, die massiv sind. Da gibt's angeblich Equipment. Forschung ohne Ende.
Schau dir die Läden an, die es hier gerade teilweise gibt. Das ist der Wahnsinn. Das ist ein Forschungskomplex hoch 10, obwohl ich mich nicht erinnern könnte, dass das hier eine Schule war. Oder irgendwas in der Art. Aber wo ist denn das? Das ist hier... Das sind Hotelkomplexe. Da sind viele Hotels gewesen, genau an dieser Ecke. Hier unten war ein Strand. Hier war noch ein Strand. Hier waren wir Essen und alles. Und genau, und hier war Loro Parkway, also dieser Park. Den haben sie natürlich nicht reingekriegt. Das wäre noch cool, wenn hier dann wirklich so Parkzonen wären, aber also von Tierparks. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben. Oh, wir haben Treibstoff hier drin, okay. Building clear. Building clear, was habt ihr so? Forschung, Essen und Munition. Munition ist super. Und jetzt lauft ihr da und hin und her und füllt ihr... Ja. Ich hinterfrag's nicht. Ich hinterfrag's nicht. Essensmäßig stehen wir aber relativ gut da. Das finde ich gut. Was ist das hier? Landwirtschaftsgebäude. Düngemittel. Okay. Ne, jetzt fahren sie rüber. Was? Dafür fahrt ihr jetzt rüber? Jetzt ist das Auto voll. Oh. Wie schaut es bei euch aus? Warum seid ihr dann da noch drin? An alle Rückzug des Squads. All squads, return to base. Building complete. Mit Mission hatten wir keine, ne? Ziele sind alle. Ja. Mauern stehen jetzt schon ein paar. Aber das wird noch über die Zeit was werden. Auto kommt auch wieder. Doch wir haben gleich in der näheren Umgebung relativ gut mittlerweile unseren Schutz aufgebaut. Und haben hier relativ viele Mittel mittlerweile. Das Gebäude müsste zum Abreißen der Wahnsinn sein. Ich bin mir überlegen, ob wir das abreißen. Dafür bräuchte man ein großes Lager erstmal. Aber dafür müssten wir auch wieder die Mauer dicht machen. Also hier mal zu. Weil wenn du willst, allein die Gebäude abzureißen, das sind 900. Das sind Wahnsinnszahlen. Und es wäre eh schlau, eigentlich alles in der näheren Umgebung abzureißen, wo wir Probleme mit haben könnten. Einfach um den Abstand zwischen dem anderen Gebäude und uns zu vergrößern. Ich denke, das wäre eine ganz, ganz praktische Sache. So. Next morning, my friends. Operator, we're on the move. Du, ihr kriegt mal eine ganz spezielle Aufgabe. Ich habe hier irgendwas mit landwirtschaftlichen Geräten gesehen. Fahrt mal hierhin, bitte. Und lootet die Gebäude. Ihr nehmt euch den Komplex vor und dann den Komplex. Let's go, Jungs. Go, 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 go. Muss ich euch nicht beaufsichtigen, fürchterlich. Ihr hättet doch echt einfach... Ja, okay. Nee, ich bin... Aber in gewisser Weise gibt es ja... Was? Bei dem Lenden? Getreide haben sie gefunden und ein Düngemittel. Uff. Okay. Ist natürlich jetzt nicht so optimal. Das ist ein Kombi. Militärfahrzeuge wären noch geil. Wirklich so ein Panzerfahrzeug, wie wir vorhin gesehen haben, was vorbeigekommen ist. Wenn man sich sowas auch gönnen könnte. Was ist hier? Plattenrüstung und Forschungsmaterial. What? No more to find. Okay, no more to find. Das wirst wahrscheinlich du hier sein in dem Fall. Und ihr werdet dann so ganz gemütlich im Gebäude sitzen bleiben. Ihr kriegt das und das von mir noch vorgesetzt. Das sind Gebäude, die nebeneinander sind. Das sollte kein Problem für euch sein. Wie schaut's bei euch hier oben aus? Viel Nahrung, das ist super. Wie schaut's mit dem Bauprojekt hier aus? Das ist halt doch ein relativ großes jetzt. Stacheldraht ging hier natürlich auch behindert und verletzt die Infizierten, die versuchen ihm zu passieren. Das ist eine Sache, die man nicht hier lang setzen könnte. Oder dann halt ums gesamte System noch rum. Das wäre dann hier so eine Außenbarrikade, die man noch aufbaut. Dass man sie beschießen kann, während sie Schaden kriegen. So, wie viel ist da drin? 9. Receiving.
Geil. Das ist der Hammer. Wie schaut's bei euch aus? Was habt ihr so bis jetzt? Receiving. Medikamente. Das ist gut. Damit können wir gleich in Zukunft relativ viel anfangen. Ich könnte wahrscheinlich auch einfach in der Umgebung viel noch forschen, weil die Gebäude habe ich lustigerweise immer noch nicht erforscht. Hier, die sind noch überall Kleinigkeiten teilweise drin. Aber ich denke, das können wir auch jetzt dann demnächst machen. Wenn wir die unteren Gebäude anfangen abzureißen, weil die viel haben die drin 12. Das reicht halt nicht für viel, aber für ein bisschen viel. Ne, Auto? Achso, er fährt jetzt da hoch. Um das Auto, um das Ganze zu befüllen wieder. Darf ich mal anmerken, dass es aktuell relativ ruhig ist? Das muss man dazu sagen, es ist relativ ruhig und ich habe wenig Zombies getroffen in letzter Zeit. Ich würde gerne mal hier einladen. Eingehend übertragen. Wir können eine Menge. Viele. How many of you are there? Mehr Leute, 7, um genau zu sein. How have you managed to survive so far? No more to pull. Wir müssen es wirklich nicht ein bisschen nur scharf sind. Okay, einladen. Please come to us. We'll take you in. Where are you? Da, ach schön. You have to come on your own and be careful. We're waiting for you. Das schaffen sie schon. Ready for action. Going there. Pushen 17 Uhr, nee. Going there. Rückzug, Leute. Auf die hinten. Du bist damit auch gemeint. Seid ihr keine Squads? Also, gut, dass er geladen ist. Nahrung ist heute wieder so ein Tag gewesen mal, aber das ist ja der Hammer. Morgen lassen wir dann die Mauern weiterbauen. Können wir Stück für Stück unser Gebiet erweitern. Ich glaube, damit kommen wir lange aus. Wenn wir nur die Reihe abreißen, könnte man daraus noch ein Gebiet machen. Oder man zieht halt wirklich später in so einen Komplex auch rein. Ja, du musst halt natürlich überlegen, wie du es weiterbaust. Das darfst du natürlich nicht vergessen. Wie setzt du deine Systeme um, weil... Ja, sie kommen. Schauen wir, wie schnell sie sind. Ah, sie bleiben jetzt über Nacht in dem Gebäude, okay. We're out of storage space. Oh Gott. Wir haben echt so viel mittlerweile im Lager. Holy shit. Dann können wir das Projekt eigentlich fürs erste canceln. Dann eher noch sagen, noch eine Holzpalisade. Von hier. No room for resources. They're trying to get inside. So. Das ist die neue Schutzpalisade, die wir morgen aufbauen werden. No room for resources. Ja, alles gut. Es wird sich ändern, sobald wir hier das frei haben, der nächste Tag beginnt. Wir haben ja relativ viele Leute jetzt, die hier an allem arbeiten können. Schick dich mal ins System. Ihr macht euch mal die Arbeit bitte und schaut euch die restlichen Gebäude an, die wir noch offen haben. In der Gegend. Dann halt ohne Auto, dann nehmt ihr euch ein Pickup oder das andere Auto und fahrt die Gebäude hier mal ab, die wir noch offen haben. Ein bisschen. Da kommt die neue Gruppe. Ziel ist ja sozusagen, das Gebiet jetzt zu erweitern, damit wir da über Nacht mehr Funktionalität haben. 4 Pistolen haben wir noch. Wie viel passt in so einem Turm rein? So ein Turm sind 2, okay. Wir müssen das ganze Gebiet natürlich am Ende rein theoretisch auch verteidigen.
Aber um unser Lager zu vergrößern, alles müssen wir das dann noch machen. Going there. Viel Nahrung, okay. Schauen wir mal, die werden das jetzt... Okay. Also der läuft jetzt hier zu Fuß das Ganze ab, okay. Wenn er meint. Ja, es ist schwer zu sagen, was auch gute Fahrzeuge sind, wenn du, weil so viel Unterschied. Du hast auch kein... Du hast nur diese... Transporter für Treibstoff. Aber nichts für irgendwie, also wirklich ein großer LKW, wo du zum Beispiel auch zwei Truppen mit reinsetzen kannst und dann die zwei mit dem LKW steuerst und sagst, hey, in der Area tut alles durchsuchen oder sowas. Und dann stellen sie den LKW in der Mitte ab und fahren außen rum. Das wäre noch so ein Highlight, was es geben könnte. Asche, jetzt fällt aber hier hin. Dann durchsuchen sie das Auto. Was ist im Auto schon drin? Oh, sogar schon Werkzeug. Schick. Clear. Wo ist denn die Truppe? Ist die schon dabei? Schlanze. Operator, we just saw something grisly, but potentially useful. Okay. The infected are eating their own. Oh. We saw some of them inside a basement they couldn't get out of. There were corpses of other infected that had obviously been eaten. Shoot them down. Roger that. Go! Fuck, they spotted us! Destruction ready. Gut. Einfach ausrotten, was wir finden. Immer wichtig. There's nothing left. Clear! Search done. Das ist ein Riesenprojekt, was ich gerade umsetze. Guck mal, das ist unsere aktuelle Base. Das ist das, was ich jetzt anbauen möchte. Wir rufen nochmal aus, dass wir Leute suchen. To all survivors, clear. This is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. Join us. No more to find. Oh, Antwort. How many of you are there? 9. Oh, schick. Wie überlebt? Keine Ahnung wahrscheinlich, oder? Wir wissen es nicht wirklich, wenn wir schon einladen. Adresse. Where are you? Zu uns kommt, bitte. You have to come on your own and be careful. We're waiting for you. Da waren wir noch nicht so viel unterwegs, aber es werden wir schon schaffen. Receive it. Roger. We finished construction. Fangt doch schon mal an, hier ein bisschen zu durchsuchen, bitte. We finished construction. Ihr seid fertig, okay. Dann geht schon mal zurück. Mal schauen, die Mauer entsteht langsam. Schon mal super. Rein theoretisch können wir nicht das Tor hier drin dann verlassen. Hätten wir wieder für zwei Holztürme ein bisschen Personal. Obwohl wir wahrscheinlich mehr bräuchten. Going there. Ja, ja. Da wäre noch ein Auto. Am Pickup. Aber wir haben relativ viel auf Vorschluss. Also ich finde, wir sind gut dabei. Es ist halt ein relativ entspanntes Spiel. Bedeutet, du bist halt viel beim Machen, viel beim Tun und beim Schauen, ja. Aber Leute, ich würde sagen... Ich habe es gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.